Tobias Fink. Er marschiert und marschiert. Dann Übersteiger, Blick in die Mitte, Pass Kijalka, 2-0. Die überragende Vorbereitung von Tobias Fink krönt Kijalka mit seinem 7. Saisontreffer für die Fortuna. Die Krux an der ganzen Geschichte. Es ist sein erster im Südstadion. Alle 6 Treffer zuvor auswärts erzielt. Den Fluch also besiegt. 18. Minute. Kijalka gegen Binder. Vorbei am Innenverteidiger. Und dann wird's deutlich. 11 Meter für die Kölner. Nach diesem mit Verlaub dummen Foul von Leon Binder, der Yilmaz. Anspiel für Kijalka. Wieder das Duell gegen Binder. Wieder zeigt Stegemann auf den Punkt. Und diesmal war der Pfiff kniffliger. Der Pass von Yilmaz und Binder zieht Kijalka am Trikot. Unten trifft er ihn am Knöchel. Alles korrekt. Der 3. Foul-Elfmeter in diesem Spiel. Diesmal trat Kijalka selber an. Er wollte sein Tor. Er bekam es. 3:1. Die Beruhigungspille für alle Beteiligten auf Seiten der Fortuna. Kijalka mit Treffer Nummer 9 in diesem Jahr. Seine Quote einfach nur Wahnsinn. Schlechter als Gladbachs Sven Michel. Der MSV, der in Halbzeit 1 noch gut mitgehalten hatte, zerfiel in der Folge komplett. Die Fortuna kombinierte. Kijalka mit dem 3:0 nach 54 Minuten stellte sozusagen schon einmal die Weichen auf Auswärtssieg. Und viele fingen jetzt so langsam an zu rechnen. Stichwort Torverhältnis. Das könnte am Ende entscheidend sein. Immer vorausgesetzt, Lotte lässt federn gegen Rot-Weiß Essen. Aber auch nach 54 Minuten hatte der Spitzenreiter wieder scharf. Zinke, der Ball lief gut bei der Fortuna und er lief vor allem zu schnell für die Essener Hintermannschaft. Kijalka 1-0, die Führung für die Gäste, sie lag in der Luft, sie war verdient. Essen eigentlich mit Überzahl im Defensivzentrum, aber eine schnelle Bewegung von Kijalka reicht aus, um sich eben den entscheidenden Platz zu verschaffen. Der Schuss platziert und deshalb darf er jubeln. Die Kölner, sie kamen selten gefährlich mal in den Strafraum, also bleibt es bei Schüssen aus der Distanz und das ja auch eine Option. Kijalka mit dem Kunstschuss, der die Kölner Führung bringt. Es ist Saisontreffer Nummer 5 für den Stürmer und gleichzeitig ein wichtiger für die Fortuna, entsprechend der Jubel. 20, 25 Meter Torentfernung, Kijalka mit dem Innenspann genau an den Innenpfosten. Blaswig hatte mit dem Versuch wohl nicht. Keeper Björn Bussmann rollt. Die Frage, wann belohnt sich die Fortuna für diese starke Phase Mitte der ersten Hälfte? Sivas in Richtung Kijalka, 1:0. Da ist sie dann doch die Führung für die Kölner und sie ging aufgrund der guten Szenen in den letzten Minuten so auch in Ordnung. 3. Saisontor von Kijalka. Zunächst Sivas mit dem Blick und der Flanke aus dem Halbfeld. Kijalka, Bussmann dann ohne Chance aus 5 Metern. Wie antwortet Lippstadt? Die Ecke schwach getreten, kein Problem für Poggenborg und der Kölner Keeper sofort mit dem Blick nach vorn. Die Lippstädter Abwehrrecken natürlich alle vorne mit aufgerückt bei diesem Standard. So Platz für die Kölner. Steffen bleibt zunächst hängen, anschließend Fink, Kijalka mit dem Haken, 2:0. In Abwesenheit von Sturmkollege Ercan Aydogmus zeigt sich Kijalka heute nach einem zuletzt schwachen Auftritt in Ferl stark. Form verbessert zunächst Tobias Fink mit der Übersicht, der da Kijalka im Augenwinkel noch erkennt. Der Rest dann souverän gelöst vom Kölner Schuck frei zu schwimmen. 10 Minuten nach dem Ausgleich Wolf mit dem technischen Fehler und wie schnell sich sowas rächt, gerade gesehen. Kijalka sagt Danke, die erneute Führung für die Fortuna völlig frei vor Oswald. Thomas Kraus, der Nutznießer des Fehlers von Wolf. Erdmann muss dann für seinen Kollegen helfen, so Kijalka Mutterseelen allein und das bestraft der Stürmer sofort. Wir warten immer noch auf den ersten gut vorgetragenen Angriff der Kölner. Kwame mit der Flanke von der Grundlinie, Kraus und dann Kijalka zum überraschenden 1:0 zu dem Zeitpunkt. Der erste gute vorgetragene Angriff der Kölner gekrönt
vom ersten Saisontor von Timo Jerome Kialka. Die Torkrise des Stürmers damit beendet. Tam und Frontschick spekulieren auf Abseits, aber gleiche Höhe. Oh!
Hey, stop!